keine Erde zum Mondbau, nein. Oh, Junge. Oh, Junge. Hab ich mich erschreckt. Oh mein Gott. So. Dann gehen wir mal ganz geschwind zurück. Immerhin können wir noch sprinten. Haben wir überhaupt was zu essen? Ein Apfel vom Baum. Epic. So. Wie viel Leben gibt er auch? Ist ja erbärmlich, wie wenig es ist. Naja. Auf geht's, ab geht's, zurück. Doch, die Hausfassade, sie nimmt langsam Form an. So, lass mich wieder hoch. So. Was machen wir denn zuerst mal? Ich würde sagen, zuerst bauen wir hier oben die Fassade weiter. Dass wir einfach hier mal ein Dach haben und das Haus dann wirklich komplett geschlossen ist und der wunderschöne Stronghold 1 oder Stronghold Crusader Ton ertönen kann. Der Bergfried ist komplett. Kurz auf die Meldung. Sie sind der größte Herrscher. Okay, bei mir kam immer nur, sie sind der achtgrößte Herrscher. Gut, achtgrößte Herrscher war man, wenn man letzter war, weil mehr als acht Spieler konnte man nicht sein. Gab es nicht bei Stronghold Crusader, aber das ist Spiele, ne? Das ist ja viel zu alt für euch. Kennt ihr ja gar nicht, ne? Wart ihr überhaupt schon geboren, als es Stronghold Crusader gab, ne? Also ein Großteil von euch. Weiß ich ja gar nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das würde mich auch mal interessieren. So. Mysteriöser Sound schon wieder. Was soll denn das? Es hört sich an wie so ein Propellergeräusch von einem Flugzeug, das ja ganz nah bei einem Fenster vorbeifliegt. Ja, ja. Soundeffekte, das war noch nie so eine Minecraft-Spezialität, habe ich das Gefühl, ne? Die waren schon immer leicht failig, deplatziert. Dies, das, klick, klack. Hier baue ich nochmal, da baue ich noch nicht, noch nicht ganz zu Ende hier, aber auf der Seite baue ich ganz zu Ende. Und hier ist das jetzt natürlich auch die Frage, erstmal wage ich den Sprungen, ja. Wie ich das hier mache, weil ich möchte auf jeden Fall hier oben irgendwie den Pool so anbringen. Und wie ich den Pool anbringe, ist auch so eine Frage. Ein Pool, würde ich mal sagen, der hat eigentlich einen Holzboden, oder? Also kommt dann Holzboden hin. Und weil ich gerade hier die Wooden Slabs habe, mache ich das einfach mal aus Wooden Slabs. Und ich kann das ja hier schon mal bauen, ne? Hält mich doch keiner von ab. Es wäre eigentlich ganz nice, wenn man das hier so um den Glowstone rum macht. Weil dann müsste ich diese... Die ganzen Glasplanes hier ein bisschen verrücken. Dann mache ich das hier mal nicht so ganz streng in immer Zweier Abstand von der Kante, sondern bin da mal großzügig. Döner ist da mal ganz großzügig. So, na, nein, ja. Und hau ich das hier mal so drumherum. Dann ist das, stellt praktisch den Mittelpunkt des Pools da. Ich kann da vielleicht noch irgendwas drauf machen, dass es dann wie so eine... Oder ich mach da nichts. Vielleicht kann ich da so zwei Holz-Pressure-Plates drauf machen. Ich überlege mir das gleich mal. Ich packe hier jetzt aber erstmal so den Rand nochmal ein bisschen voll leer. Und hier außen auch. Ne? Und dann, ich denke wahrscheinlich gerade, was baut ihr da für einen Scheiß? Macht der dafür einen Scheiß, aber doch, ich habe das im Gefühl und in irgendwelchen Körperflüssigkeiten, dass das hier eigentlich ganz relativ schick werden könnte. Zumindest habe ich es im Gefühl. Das heißt natürlich nicht viel, wenn ich das im Gefühl habe. Das gebe ich gerne zu, aber ja. Ich brauche gleich mal Wasser. Ja, ich brauche gleich mal Wasser. Genau, ich glaube... Na, komm hier. Das muss jetzt hier gleich mal so aufgebaut werden, weil das hier sind ja so ein Half-Steps und wenn man Wasser drauf tut, dann ist das erst auf der Höhe hier. Das heißt, es ist genauso wie das hier. Das heißt, eigentlich muss auf... Wow, dann muss eigentlich hierauf nochmal so ein Teil. Ist schon ganz schön krass. Kann ich nicht irgendwie tiefer gehen? Ich hole mir erstmal Wasser. Wasser hier, ne? Meine Stimme bräuchte langsam auch mal Wasser. Auch mal Wasser. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Meine Stimme ist wahrscheinlich in dieser Aufnahmesession relativ kratzig, aber wisst ihr ja, ne? Nachwirkung der schicken Erkältung, wo ich ein paar Tage nicht mehr sprechen konnte. Ja, bedauert mich. Schreibt alle oh in die Kommentare. 1, 2, 3, oh. So. Danke, das reicht dann auch wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich runtergegangen bin. Ach doch. Es fällt mir wieder ein. Ich wollte Wasser holen und ein paar Eimer. Und währenddessen kann ich mir gleich eine neue Naturkiste bauen. Habe ich jetzt ja wieder ein bisschen Holz. Gott sei Dank. So. Ich kann mir gleich, glaube ich, zwei neue Kisten machen, weil irgendwo hinten fehlt ja auch noch eine Kiste.
Bin ich zumindest gerade mal Überzeugung von. So, Mushroom, du kannst weg. Genau, komm wieder. Da. Eine Kiste dahin und eine Kiste dahin. Und da habe ich zumindest mal wieder alle Kisten hier relativ ordentlich. Da kommt das rein. Wood bleibt hier. Komm, hier sortiere ich einfach mal ein paar Natursachen hier mal wieder rein. Und Eggs kommen da auch rein und Saplings kommen rein. Spider-Eis kommt natürlich hier rein. Wo ich Flint rein tue, ich würde mal sagen, bei der Gravel, Sand, Erde, dies, das, dreckmäßigen Kiste rein. Das kommt auch nochmal hier rein. Das ist so eine Allerweltsache, kann man überall rein tun. Und jetzt nehmen wir mal, ich brauche gar nicht so viele Eimer. Eigentlich brauche ich nur zwei Eimer. Fülle ich auf jeden Fall den einen Eimer hier jetzt auch nochmal gleich. Und es wird schon wieder Nacht, sehe ich hier gerade. Wow, die Geister, ich habe Angst vor ihnen. Sie kommen nachts. Ja, und sie sind grün und sie explodieren und ich mag sie nicht so gerne. Und sie mögen mich auch nicht anscheinend, weil sonst würden sie mich ja nicht dauernd töten. So, zwei Eimer mit Wasser. Und dann können wir das hier nämlich gleich mal so demonstrieren, kann ich euch das. Nämlich. Jetzt habe ich irgendwie gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Weil gleich die ganzen Fackeln weggeschwimmt werden. So, hier. Bleibt. Hier, verdammt, nochmal. Aber doch, das geht ja. So viel wurde gar nicht weggeschwimmt. Aber doch, auf die Höhe hatte ich mir das schon so vorgestellt eigentlich. Hat man so einen Rand hier. Doch, das ist eigentlich ganz nice. Das kann man eigentlich so anbieten, oder? So machen, meine ich. Ne? Anbieten darf man ja gar nicht mehr sagen. Hat der Gronkh mal gesagt. So. Dann bauen wir das einfach hier nochmal ein Stück höher. Das wirkt jetzt natürlich so ganz schön hoch, aber da wir nachher eh alle auf der Ebene hier stehen, ist es dann nur noch so eine Half-Step-Erhöhung und dann passt es eigentlich. Komm hier. Nicht so viel reden. Einfach mal ein bisschen bauen. Und dann sehen wir das gleich hier. Ach, komm hier. Was wir jetzt nochmal in den 80er und 90er Folgen geschafft haben, ist echt unglaublich. Ne, mehr wahrscheinlich als im kompletten restlichen Let's Play. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ne, so einen richtigen Pool, richtig nice. Eine Pistenglas-Schiebetür, dies, das, Junge. Die ist überhaupt geil, ne? Wie findet ihr die? Schreibt sie mir in die Kommentare, weil die ist doch fett hier, ne? Müsst ihr mir mal ein bisschen Bestätigung geben, dass ihr die auch geil findet, weil ich finde die einfach nur Hammer, mega, super, awesome, Junge. So, und ich habe natürlich nicht mal genug Sandstein. Ich habe nicht mal genug Sandstein, um den Mist hier fertig zu machen. Was ist denn, wie erbärmlich ist das denn? Scheiße. Und ich weiß nicht mal, ob ich unten noch Sand habe. Ich glaube, den habe ich auch schon weggehauen. Das heißt, ich habe nicht mal genug Sand. Junge! Und das Mini-Becken da. Junge! Aber ich hatte mir auch überlegt, dass ich das hier vielleicht hier nicht allgemein so baue, wie ich es gerade gebaut habe. Aber eigentlich will ich schon so bauen. Darum kann ich hier vielleicht ein, zwei, drei Sachen so weghauen. Ne? Ich mache das jetzt einfach mal hier so eiskaltmäßig so. ne? So, und dann, wenn ich dann nochmal Sand sammeln gehe, was ich ja auf jeden Fall machen muss, dann, hier, geh höher, 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 höher. So, und da bitte auch noch raus. Ja, sehr, nein. Komm. So, dann kann das hier Ganze mal schnell vertrocknen und ich kann mir ein bisschen Fackeln wieder aufstellen, dass hier nichts spawnen kann. So, darunter auch noch. So, jetzt muss ich nur wieder hochkommen. Laufen wir mal schön außen rum. Dafür verschwende ich keine Erde zum Aufbauen. Nein. Oh, Junge. Oh, Junge. Hab ich mich erschreckt. Junge, wie ich mich da... Fick dich doch. Junge, wie scheiße ich mich erschreckt hab. Oh, Junge. Teleportiert sich der scheiß Enderman auf mein Haus drauf. Wie ich mich erschreckt habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Junge. Adrenalin ist immer noch steckt hier in mir. Wow. Junge. Ich hasse es. Wie kann so ein Spiel wie Minecraft einen so fertig machen? Junge, Gänsehaut habe ich bekommen. Fick dich doch, Junge. Scheiß Penner, Junge. Komm bloß wieder. Hat sich jetzt ins Wasser teleportiert, der Mongo oder was? Und darum verreckt er jetzt da. Hätte er verdient, aber ich höre ihn irgendwo. Wo ist denn der? Oder unter mir. Junge. Junge, hab ich mich erschreckt. Wo ist denn der jetzt hier? Ist der irgendwie jetzt unter mir? Nee, oder? Ja, aber ich höre den. Ich höre ihn jetzt. Da, er ist außen. Er ist hier, glaube ich. Guten Tag, lieber Mongo. Wie ist er?
Kann ich jetzt irgendwie schlagen so? Nee. Komm, wir machen das jetzt anders. Du kommst hier mal jetzt nach vorne. Hallo? Und dann? Ja. Da, komm her, komm her, komm her. Ist ja zu dumm, da rumzugehen. Oh, jetzt. Ja, noch einmal, komm her. Was ist denn das für ein Sch... Nein, für ein Sch... Junge. Wo ist er hin? Scheiße. 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 Wo ist denn der jetzt? Ja. Da, da, da. Da kommt er, ne? Der ist im Haus. Sehe ich doch. Pass mal auf hier. Junge, Enderman. Ich hasse sie, aber da ist er. Da, komm, komm noch her. Lauf nicht weg. Uah. Junge, springt er erstmal auf mich rauf. Was für ein Sch... Junge, endlich. Weg mit ihm. Hat er mir wenigstens... Nein, nicht mal eine Enderperle. Was soll denn das, ey? Was soll denn das? Ah, so. Erstmal Pool weiterbauen. Ganz entspannt. Und das hole ich mir lieber, ne? Bevor das hier wieder nach 5 Minuten verschwindet. So. Jetzt hier ein bisschen hinsetzen. Achso. Ich hatte das eigentlich so geplant, dass das Wasser eben da in der Mitte nicht raufschwimmt. Aber tut es jetzt ja doch. Wenn ich da Trittplatten rauf tue, dann würde es nicht dahin schwimmen. Frage ist natürlich, ob ich das mache. Ich könnte natürlich auch hier so zwei davon hin tun. Weiß aber auch nicht, ob das so geil ist. Eigentlich nicht. Ne, natürlich auch mal wieder weg. Das dann hier so zum Entspannen kann man so im Wasser drauf sitzen. So. Wasser. Ich muss das hier irgendwie hier so hin tun. Und dann kann ich mir wieder hier rausnehmen. Und dann wieder hier hin tun. Und dann wieder da rausnehmen. Und dann wieder da hin tun. Und dann wieder hier rausnehmen. Und hier, und dann sollte das eigentlich dann relativ schnell sich hier von alleine verteilt haben. Auch wenn es das dann gerade nicht so tut. Wo muss ich denn so hier Wasser hin tun? Da. Komm schon. Ja. Da muss noch Wasser hin. Perfekt. Mäßig. Sehr gut. Battlefield 3 Theme passt dazu natürlich. Doch, doch. Das sieht jetzt doch richtig schick aus, oder? So ein kleinen Pool. Jetzt muss ich natürlich noch hier drumherum ordentlich Sand sammeln. Ordentlich Sand sammeln, um das hier so anzuschließen. Aber das ist ja auch kein Problem, das zu sammeln. Aber ich widme mich trotzdem erstmal hier, bevor ich Sand sammeln gehe, dem ein bisschen der Wolle. Hier, beziehungsweise dem Dach. Nicht der Wolle, sondern dem Dach oder zumindest dem Treppenaufgang. Das hängt ja auch ein bisschen zusammen, wie ich den Treppenaufgang hier zum einen natürlich gestalte. Na, au. Und tue ich da... Tue ich Erde hin. Dingsens hin. Und tue ich hier vielleicht wieder... Weil ich muss ja praktisch, dass man hier nicht runterfällt, ne? So wie mir das natürlich immer passiert. Muss ich da eigentlich ein bisschen von dem Teil hier rein, ne? Vom Sandstein. Und darum klaue ich mir einfach mal zwei. Kommen Sie mal her, liebe zwei Sandsteine. So. Packe ich sie nämlich mal da so hin. Aber ist auch nicht genug. Wo? Oh. Ich tue da nochmal zwei Zäune drauf. Habe ich das nicht eigentlich? Zwei Nether-Zäune hatte ich doch zumindest mal. Die hatte ich ja erst für den Eck, für den Tisch da vorne, aber dann habe ich es ja doch nicht benutzt. Also müsste ich die ja eigentlich hier noch vorrätig haben. Aber ich habe sie nicht vorrätig, sondern nur drei Nether-Bricks, der ist, die ich für absolut nichts benutzen kann, muss, soll. Junge! Was soll denn das? Wieso verliere ich denn mal vom Creeper immer die Sachen, die ich brauche und die Sachen, die ich nicht brauche, die verliere ich nicht. Kann ich mir denn diese Bricks da... Nee. Wie soll ich mir jetzt bitte Zäune craften? Ach so. Macht man das immer so? Macht man das nicht sonst aus Sticks? Bin mir gerade nicht sicher. Aber nehme ich mal die 6, auch wenn ich 6 nicht brauche, aber... brauche nur 2 eigentlich. Dann tue ich mal bis auf 2 auch alle zurück, bevor ich mir wieder mein Inventar voll Messi, Essi, Desi, Wessi, Ronaldo-mäßig, Desig voll rante. Nee, dann nehme ich nur die beiden. So, das hat auch was. Hat doch was, kann man doch nicht meckern. So, schwarze Wolle nach vorne und das schwarze Loch. Nee, das Loch, das nicht schwarz ist, mit schwarzer Wolle auffüllen. Hier natürlich dasselbe. Da. Kommen Sie mal bitte her so. Danke. Ich gucke mir das hier mal von unten an. Autsch. Wie das hier nämlich so von außen aussieht. Das soll jetzt ja auch nicht so besonders extrem scheiße aussehen. Das wäre ja auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Ich hatte mir das jetzt hier eigentlich so vorgestellt, dass es da vielleicht noch einen Tick höher geht, oder? Oder ist der, geht der weg? Kann ich den da wegmachen? Na? So, oder ist da oben jetzt so komisch frei? Ich muss das von oben machen.
Weil das ist so praktisch so ein bisschen in Stufen hochgeht und nicht so direkt so eine schwarze Mauerwand ist. So, wie komme ich denn jetzt da am besten hin? Muss ich wieder den Weg ganz außen lang nehmen? Aber meine Güte, mache ich das halt so. Und drauf. Nein! Fick dich doch, warum denn, Junge? Naja, komm, ne? Gehen wir wieder rein hier, ne? Nochmal hoch. Ne? Lernen wir wenigstens den Weg auswendig, dann brauchen wir beim nächsten Mal kein Navigationssystem. Aha. Und hier rum. So, und jetzt baue ich mich einfach mal vorsichtig hier hoch. Nicht runterfallen. So, was ich mir gedacht habe, ne? Das geht hier so weg. Das geht hier so und dann geht es hier noch eine Höhe vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht schon. Doch, und dann geht das bis hier so. Doch, komm, das kann man so anbieten. Und hier natürlich genau gleich. Es geht immer ein weniger als das oder immer genauso viel? Immer ein weniger würde so bedeuten. Oder auch nicht. Oder auch doch. Oder auch nicht. Wie hoch ist das denn jetzt? Nee, das ist hier zu eng. Zu eng. Nee, da muss ich noch einmal einen oben da drauf packen. Das ist nicht der Ernst, dass ich jetzt nochmal rumlaufen muss. Nee, komm hier. Brauche ich mir jetzt mal eine kleine Brücke. Okay. Scheiße. Fail. Gut. Nee, das muss hier nochmal höher gesetzt werden. Und zwar so, habe ich meine Schere hier, genau, dann kann ich das nämlich hier mal so direkt abbauen. So, und dann na, gucken wir uns das hier nochmal an. Na, kommt her bitte. Danke. Und ab. Hier ziehe ich das dann so hin. Ja. Das kann man doch eigentlich so tun machen lassen, oder? So. Das ist doch gar nicht so schlecht. So schlecht ist das doch echt nicht, oder? Finde ich jetzt mal. Da oben ist noch einer hin, so. Hier natürlich auf der Seite auch hier. Der kann natürlich wieder weg. Der kann ebenso weg. Gut, sollte hier jetzt schwarze Wolle oder weiße Wolle? Ich tue wieder schwarze Wolle hin. Das ist ja das, was da eigentlich hingehört. Und hier unten kann ja trotzdem weiße Wolle hin. Das heißt, man sieht das von unten nicht so uneinheitlich. Was baue ich denn da gerade? Scheiße. Gucken wir uns das nochmal von unten an. Passt eigentlich. Da, weiße Wolle. Und hier oben möchte ich ja so ein höheres Dach machen. Aber wisst ihr, jetzt habe ich hier so lange aufgenommen mit der kranken Stimme. Jetzt mache ich hier nochmal Pause und ich hoffe, ich bin noch nicht in Folge 100. Wenn ich schon in Folge 100 bin, dann nummeriere ich einfach 99 in ein Viertel, 49, zwei Viertel und immer so weiter. Aber ja, ich versuche Folge 100 zeitnah irgendwie hinzubekommen. Aber dann habe ich immerhin schon mal den Eingang hier geschafft und zur Epicness-Beendigung dieser Folge nochmal. Pass mal auf. Wow. Eck, Schiebe, Pisten, Tür, Junge, dies, das, wow, ho, yo, ho. Haut da rein, vielen Dank fürs Anschauen und mach's gut. Ciao.